So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Lackflow. Heute sind wir zu dritt unterwegs, das ist der Klaus von 4CR USA und wir wollen heute die Messe unsicher machen. Wir wollen heute alles zeigen, was Custom angeht, das heißt richtig fette Karren, so wie diesen hier, wollen wir euch zeigen. Und das Ganze geht los nach dem Intro. Ja, damit herzlich willkommen zurück. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist denn so dein Favorite, Sascha? Was siehst du am liebsten? Die fetten Pickups oder die Drift-Show? Oder? Also ich würde sagen, ich bin eher bei der Custom-Schiene zu Hause. Also die Pickups natürlich total geil. Ganz viel elapsiert, verchromt, bemalt etc. Ja. Sehr, sehr geil. Man weiß hier auch nicht, wo man hingucken soll, weil jedes Auto... Das ist irre, ne? Du stehst hier vorm... fetten Chevy Pickup, daneben steht ein Lamborghini, das absolute Gegenteil dazu. Das ist halt Zima, es ist halt nicht erst ein Motorshow, wo Folie und Luftfahrwerk alles ist. Hier wird einfach mal alles gemacht. Ja. Und ich finde, da sollten wir in Deutschland eigentlich auch wieder zurückgehen, weil es einfach geiler ist. Ja, ich würde sagen, ich hau jetzt erstmal wieder ein paar Bilder rein, hör auf zu sabbeln, ne? Bis später. Deutschen TÜV ist schon was ganz Feines. Ne? Wenn man hier schon sieht, das würde in Deutschland niemals durchgehen. So viel Gummilappen oder so weit kannst du einen Radkasten nicht ziehen, damit du das Profil abdecken kannst. Gar keine Chance. Und sowas fährt hier auf der Straße rum. Wir haben sowas hier auch schon häufiger gesehen auf der Straße. Bei uns undenkbar. Dafür sind die Spuren zu schmal. Kannst ja mal gucken, in Blankenese Double 1 zu parken. Keine Chance. Einfach geil. Ich glaube, das ist auch nochmal interessant. Das ist das Endrohr eines Pickups. Da kann ich meinen Kopf reinstecken. Und wenn du ein Problem mit dem Motor hast, dann kannst du mal kurz durchklettern und gucken, ob da alles in Ordnung ist. So, der hat das jetzt fast geschafft, das so zu verbreitern, dass das für den deutschen TÜV konform wäre. Was hat der jetzt gemacht? Der hat direkt nochmal ein zweites Schlag angebaut. Dann sind wir auch wieder raus in Deutschland. Aber jetzt auch mal deutschen TÜV hin oder her, wenn man mal überlegt, was für einen Aufwand das teilweise macht, so einen Truck so hochzulegen. Ne? Hier siehst du jetzt, hier ist der Hauptrahmen und hier wird ein selbstgebauter, selbstgeschweißter Unterrahmen angebaut. Das ist, ich denke mal, alles hier lasergeschnitten, mit Chrom verziert. Das ist schon heftig. Luftfahrwerk drin. Sowas baust du auch nicht mal eben. Vor allem muss das ja auch schon alles beweglich sein für die Achsaufhängung hier. Das arbeitet ja alles. Das sind übrigens 30 Zoll Felgen. Krass hier, einfach krass.
hier im Eingangsbereich. Leider ohne Zettel. Wir können nur erahnen, was es ist. Auf jeden Fall ein 300 SL Replika mit komplett moderner Technik. Ich denke, da wird irgendwas mit einem C63 drin sein. Schätze ich auch mal. Mega krasses Auto. Das ist Sex on Wheels. Digga, das ist ein Carbon-Hardcore-Top, Alter, das ist ein. Ja. Mit Pinstripe. Ich finde so eine Mischung aus alt und neu immer cool. Also in meinen Augen perfekt gelungen. Das Babyblau im Innenraum, das Geschmackssache ist jetzt nicht meins, aber sehr geiles Auto. So, wir genehmigen uns jetzt erstmal ein schönes kaltes Bier für ja, Prost. 10 Prost für 10 Dollar die Dose. Ein Schnabber. Wir mussten jetzt mal ein paar Fragen hier beantworten am Stand von Shell. Ich kann die Fragen nicht mal lesen, aber Klaus konnte mir sehr gut helfen. Wir haben auf jeden Fall bestanden, die Fragen sind richtig, jetzt können wir hier noch was gewinnen. Hauptpreis ist eine Mitfahrt im Driftcar. Vielleicht haben wir ja Glück. Hauptgewinn ist es nicht geworden, aber ein paar Socken. Ja, das ist das. Ich sehe immer gut. Unterstützt den Bleifuß. Wenn ich mit meinem neuen Audi, den ich von Matze gekriegt habe, ziehe ich dir an. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal zu Sascha, gucken mal, was er beim Airbrushen macht, wie weit er ist. Der müsste jetzt nämlich so seit einer halben Stunde wieder dabei sein. Sind wir endlich angekommen bei Sascha. Er kommt zu nichts, weil hier nur gesammelt wird, ne? Aber ein bisschen was kann man ja schon sehen. Ein bisschen was läuft ja. So Sascha, erklär mal, was machst du da überhaupt? Ich mal ein Bild. Toll. Nein. Ich hab vor 2 Jahren einen Workshop gemacht beim sehr guten Airbrusher und der hat mir ganz viele Techniken gezeigt, die setze ich hier um. Es wird wieder den einen oder anderen Hater geben. Das ist kein Airbrush. Also das hier ist schon eine Airbrush. Und der Rest sind halt verschiedene Techniken. So, und das wird jetzt Al Capone, das ist das Originalbild. Das ist digital das Bild, das ist ein bisschen schlecht. Ich werde das versuchen, so realistisch wie möglich zu machen. Cool. Ja, ich gradiere jetzt hier mit verschiedenen Stiften Strukturen rein, um Highlights zu setzen oder Stellen hervorzuheben. Ja, ganz normal. Dadurch kriegt das diese Tiefe, ne? Ja. So, hier wird Plasma geschnitten. Ich habe jetzt ein schönes Souvenir hier. Schön massives Metall. So, die Zeit ist schon wieder um hier. Viel zu wenig Zeit zum Sprayen eigentlich. Das heißt, fertig geworden bist du nicht. Das war Nein, natürlich nicht. Das war im Vornherein klar, so ein Porträt. Das machst du nicht mal eben in 2 Stunden. Aber das Ergebnis kommt.
Für die paar Stunden? Ja, ich war jetzt halt knappe 2 Stunden bei, das ist okay. Ich mach's zu Hause fertig und so eine Respektsnummer, ich Carib Spray, krieg das fertige Bild geschickt. Ja, cool. Mega, auf jeden Fall. Wir sind ja mit Klaus unterwegs von 4CR USA. Aber auch ihr in Deutschland könnt natürlich von uns profitieren, von 4CR profitieren, denn ihr bekommt 10% Rabatt im 4CR Online-Shop unter 4CR.shop. Also schaut da unbedingt vorbei. Also die Rauchschwaden sind nicht von einem St. Pauli-Spiel, sondern hat gerade einer einen schönen Burnout gemacht. In dem Sinne schöne Grüße an Greta, ne? Hier aus den USA. Geht weiter. So, wir sind jetzt noch mal draußen ein bisschen unterwegs. Hier ist so genau das, was ich gerne hätte. Ne? So ein schöner C10 Shortbed, das wäre was für mich. So, ich habe ja versprochen, es gibt auch ein paar deutsche Autos, hier zum Beispiel die 30, der ist mir ein bisschen zu doll umgebaut, aber hier stehen noch ein paar mehr deutsche Autos, da kann ich ja jetzt mal ein paar Bilder reinschmeißen. Ja. So, ich glaube, wir haben heute schon wieder reichlich Eindrücke gesammelt. Ja. Ich bin fertig. Heute war auch ein richtig heißer Tag hier, 27 Grad. Und Sascha ist abgespannt vom Airbrushen. Da sind viele Leute gekommen zum Quatschen. Und, ich habe natürlich unheimlich viel Zuspruch gekriegt, was natürlich auch schön ist für einen. Aber wenn man dadurch dann nichts schafft und man so viele Gespräche führen muss, ist halt auch blöd. Aber, war cool, auf jeden Fall. Ich meine, mein erstes Mal auf der SEMA Airrush, das ist Hammer. Mega. Geisteskrank. Ja, glaube ich. So, Freunde, auf jeden Fall vergesst nicht, im 4CR Online-Shop vorbeizuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir waren bis jetzt ja nur draußen. Wir müssen eigentlich komplett drin noch abgrasen. Das sind wahrscheinlich auch noch mal so 15 Hallen oder so. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, Feierabend, viel Spaß. Schönen Abend noch. Ja. Like da lassen, nicht vergessen, Kommentar und wir sehen uns bis dann. Falls ciao, ciao. Ein Abo da ist, Abo kann man auch noch machen. Ist kostenlos. Ja. Immer Abo da lassen.